Mink und ich kennen uns aus der Strandbar. Und schon ist ein Jahr vergangen. Und eigentlich läuft alles perfekt. Außer... Das war mein 132. gefakter Orgasmus. Ich kann einfach nicht verstehen, warum das nie mit jemandem klappt. Ich glaube, ihr steckt da fest in so einer Routine. Vielleicht wäre es ja irgendwie ganz lustig, mal was Neues auszuprobieren. Ich bin glücklich mit dir. Oh. Ist nicht nötig. Nachtisch ist auch nicht nötig, aber er ist lecker. Der Nachtisch ist lecker? Mink und ich dachten, dass es vielleicht ganz gut für uns ist, wenn wir vielleicht einen Dreier versuchen. Noch eine Runde? Erzähl, wie war's? Magst du das? Befreiend und so. Du musst mit Mink sprechen. Findest du es nicht aufregend, dass sie jetzt hier ist, nachdem sie dich, Was hältst du eigentlich so von Eve? Ich hab da keine Gefühle oder so. Du bist alles, was ich will. Und findest du es okay, dass er nicht weiß, dass du hier bist? Looney, du hast echt ein Problem. Und dein Problem kann auch nur auf eine Art gelöst werden. Nie wieder Sex. Ja, so ist es. Nie wieder Sex. Und Mink weiß nichts davon. Warum hast du mir das noch nie gesagt? Also, machst du niemals, worauf du so Lust hast? Was ist es dann für dich, Luna? Sorry, ich habe einen Fehler gemacht. Lustiges Pärchen hat Bock auf eine lustige Nacht. Warum nicht? Ich finde, wir sollten festhalten, dass wir zwei das am besten hinbekommen. Schmeckt? Köstlich.